Es ist das erste Mal, dass im erzgebirgischen Oelsnitz der Brunnen an Ostern geschmückt wird. Gleich wie er wie des Rathauses auf dem Marktplatz ist er entstanden, der erste Oelsnitzer Osterbrunnen. Mit Kindern aus den hiesigen Kitas wurde er von Bürgermeister Thomas Lein eingeweiht. Ein Dank ging dabei an Michael Weißbach aus Thalheim. Er betreut den Osterbrunnen in Thalheim. Mit aktuell 4.500 bunten Ostereiern ist er schon recht stattlich. Jedes Jahr kommen rund 350 dazu. So muss der Brunnen ständig erweitert werden. Weißbachs Expertenblick bescheinigt aber auch dem Oelsnitzer Exemplar sehr gute Erweiterungsmöglichkeiten. Ich habe was Kleines mitgebracht. Ein Ei, ein Gänseei mit dem Wappen von Oelsnitz. Auf der Rückseite ist auch unseres noch drauf, damit ihr wisst, wo es herkommt. Und wir wünschen euch für die nächsten Jahre dann auch viel Erfolg bei der Erweiterung. Also vielen Dank. Viele fleißige Hände sind dann wieder nötig. Viele Menschen waren auch in diesem Jahr schon beteiligt. Auch die Kinder. Der kam dann auch, sogar mit Frau, sehr zu Freude der Kinder. Er winkt allen Kindern jetzt zu. Hallo, ich bin ich, wer bist du? Komm auch dazu. Wir werden klein, wie die Zwerge, und stehen dann auf einem Bein. Groß wie die Berge, gerade so wollen wir heute.